Sind 40 Euro wirklich zu viel für ein DLC von einem Spiel? Das möchte ich heute mal mit euch besprechen, denn ich finde persönlich, bei Elden Ring ist es das nicht. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal Game Alchemist. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, falls euch der Kanal gefällt und der Content, den ich mache. Schaut euch auf jeden Fall ein bisschen um. Vergesst auch nicht, das Video zu liken oder zu disliken, je nachdem, wie es euch gefällt. Und einen Kommentar dazulassen für den maximalen Algorithmus. So, Elden Ring. Das ist eines der besten Spiele der letzten Jahrzehnte, würde ich schon fast sagen. Ich würde sogar sagen, es ist eines der Spiele of all time. Und dieses Spiel bekommt jetzt am 21.06. das lang ersehnte DLC Shadow of the Erdtree. Ich freue mich darauf riesig. Ich werde das natürlich auch alles streamen, selbstverständlich. Könnt ihr auch hier auf YouTube alles nachverfolgen. Ich habe jede Woche einen Streamplan, da könnt ihr das alles sehr gerne sehen, wenn ihr wollt. Aber jetzt erstmal zum Thema. 40 Euro kostet das DLC. Das ist auf dem Papier recht viel für ein DLC, ja, und ich verstehe da beide Seiten. Es gibt viele, die sagen, die 40 Euro, die investiere ich dann lieber nicht in einem DLC, das ist mir dann doch zu viel Geld. Das Geschrei war am Anfang vom Trailer sehr, sehr groß, als man das pre-ordern konnte, und die einen verstehe ich. Also es gibt eine Seite, die verstehe ich, und zwar die PC-Spieler, denn die bezahlen für ein vollwertiges Spiel momentan immer noch 50 Euro. Manchmal auch 60, okay, aber 50 Euro so in dem Dreh. Wir Consoleros zahlen immer so 70 bis 80 Euro mittlerweile. Für uns ist es halt eher nicht so, dass 40 Euro viel Geld ist. Bei den PC-Spielern verstehe ich das irgendwo, dass da 40 Euro viel Geld ist. Und das ist halt dann immer so dieses Ding. DLCs sind ja, glaube ich, nie irgendwie unterschiedlich vom Preis, sie sind ja immer gleich. Hätte man es jetzt also auf dem PC 10 Euro billiger machen sollen, also 30 Euro, oder eher genauso wie jetzt hier bei Elden Ring? Das ist halt so, also das ist halt die Frage, die ich mir da dann stelle, weil ich kann die PC-Spieler dann schon verstehen, wenn die sagen, ja 40 Euro, das ist einfach zu viel für ein DLC. Aber man muss auf der anderen Seite auch wieder sehen, 40 Euro ist auf jeden Fall oder sollte schon gerechtfertigt sein. Und bei From Software glaube ich persönlich, dass 40 Euro gerechtfertigt sind. Die Spiele, also Elden Ring, hat 70 Euro gekostet, nicht mal 80. Ist ja auch schon noch in einer Zeit, glaube ich, wo 80 Euro noch nicht so der Standard war mittlerweile. Aber Elden Ring hat 70 Euro gekostet und wir haben ein Spiel bekommen mit über 100 Stunden an sich. Aber wenn man das einmal durchspielt komplett, würde ich so sagen, wenn man alles gesehen hat, wird man schon so um die 120 Stunden dran sitzen. Je nach Skill-Level, ne, ist ja klar. Und das wird beim Elden Ring DLC nicht anders aussehen. Klar, keine 120 Stunden, aber bestimmt so um die 60 Stunden. Könnte ich mir persönlich vorstellen. Auch wieder je nach Skill-Level. Und da muss man dann schon sagen, findet man 40 Euro dann noch zu viel? Ich meine, wir kriegen nach 2 Jahren contentlosen Erscheinen, also wir haben ja nichts bekommen 2 Jahre lang in Elden Ring, kriegen wir jetzt ein riesiges DLC. Es soll das größte DLC sein, was From Software je gemacht hat, und es beinhaltet allein 8 neue Waffenklassen oder 7 oder so, was wirklich geisteskrank viel ist, meiner Meinung nach. Es enthält viele neue Gegner, viele neue Bosse, mehr als einen Legacy Dungeon, was auch krass ist. Und wir wissen, Legacy Dungeons sind diese riesigen Dungeons wie Sturmfeste und Margit, naja. Und das ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Es ist eine Grundlage da. Es soll so groß sein wie Limgrave und die Halbinsel unten zusammen, was finde ich schon relativ groß ist. Ich hätte mir aber noch gewünscht, dass vielleicht noch die Größe von Caelid oder Salad oder wie man das auch mal aussprechen möchte, mit dazu zählt, also das rote Gebiet. Dann wäre es wirklich geisteskrank viel. Aber wir wissen halt auch nicht, es soll die Oberfläche sein, die so groß ist, aber wir wissen ja nicht, wie viele Mini-Dungeons gibt es auch, ja. Ich würde sagen, in Limgrave gab es so um die 15 Mini-Dungeons, jetzt nur mal so, ne, hochgesagt. Ich weiß nicht, wie viel es gab, vielleicht gab es auch weniger oder vielleicht sogar mehr. Und ich finde, wenn die dann mehr draus machen noch, also noch mehr Dungeons, dann hat das ja nichts mit der Oberwelt zu tun, ne? Also die Dungeons können ja auch, es kann ja sogar nur eine Unterwelt geben. Wir wissen ja auch beispielsweise, dass Limgrave ja auch ein Siofra hatte. Und ich weiß nicht, ob Siofra da so mit dazu zählt zu diesen ganzen Limgrave-Größe, was Miyazaki da gesagt hatte. Aber wenn es noch eine Untergrundpassage geben sollte, wäre das auf jeden Fall geisteskrank viel. Und das für 40 Euro ist schon auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber man kann natürlich auch Leute verstehen, die sowas nicht gewohnt sind, die vielleicht From Software auch gar nicht so kennen, dass sie eigentlich immer gute DLCs abliefern. Gut, die Dark Souls 2 DLCs, die waren, naja, da war bis auf 2 waren da, glaube ich, also das letzte war, glaube ich, echt sehr, sehr arsch. Aber ist auch egal. Die liefern sonst immer sehr, sehr gut ab. Und mit Elden Ring haben sie bewiesen, dass sie wirklich ein Meisterwerk schaffen können. Ein weiteres nach Dark Souls.
Bei Dark Souls war es so das erste, was ja wirklich durch die Decke ging. Und Elden Ring ist jetzt wirklich deren Peak. Ja? Und ich glaube nicht, dass sie sich mit einem DLC verscherzen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie ein DLC für 40 Euro anbieten, dann sind die da auf jeden Fall auch so motiviert und so dran, dass sich das auch nach einem vollwertigen 40-Euro-Titel wahrscheinlich anfühlen wird. Das wird sich nicht wie ein DLC spielen, es wird sich wahrscheinlich wie eine Erweiterung einfach spielen. Man muss sich das vorstellen, nicht als, ja, downloadable Content, so Mini-Ding, so, ja, hier hast du mal einen DLC-Levelchen, sondern es ist wirklich eine Erweiterung. Und dafür zahle ich sehr gerne 40 Euro. Habe ich sowieso schon getan, aber ihr wisst, was ich meine. Man zahlt dafür gerne Geld, unterstützt das, denn vielleicht lenkt das ja auch andere Studios in eine andere Richtung, dass man eventuell nicht mehr nur 20 Euro oder 40 Euro zahlt für ein bisschen DLC-Content. Und ich glaube, das hat ja Ubisoft auch schon gemacht. Die haben ja auch einen 40-Euro-DLC zu Valhalla damals rausgebracht mit diesem Ragnarök-Ding. Und das soll ja auch riesig und gigantisch gewesen sein. Und das brauchen wir einfach mehr. Ein DLC meinetwegen, was viel Geld kostet, aber dann auch ordentlich Content hat. Und ich glaube, Elden Ring wird da wieder, so wie beim Hauptspiel auch, so ein bisschen den Maßstab vorgeben. Ich meine, ohne Elden Ring hätte wahrscheinlich Ubisoft nicht mehr gemerkt, dass diese Türme einfach nicht mehr zeitgemäß sind, um eine Map aufzudecken. Denn auch bei ihrem neuesten oder bei ihrem letzten neuesten Spiel, was Open World war, und zwar das Avatar-Game, gibt es ja diesen Fog of War, dass die Karte zwar benebelt ist, aber du sie nur entdeckst, indem du langläufst. Und selbst da haben die so ein Erkundungssystem drinne, dass du nicht überall Questmarker hast, sondern dass du es selber noch ein bisschen herausfinden kannst. Und das ist doch irgendwie cool. Das ist doch nice, dass Elden Ring das geschafft hat. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass Elden Ring das geschafft hat. Ich glaube, ohne Elden Ring würden wir mal noch auf Türme kraxeln in irgendwelchen Ubisoft-Titeln. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ich finde 40 Euro sehr gerechtfertigt. Und wenn man abseits von Elden Ring mal geguckt hat, was die so an DLCs rausgebracht haben, dann kann man sich schon sicher sein, die 40 Euro werden auf jeden Fall in guten Händen sein. Wir sehen uns zum nächsten Video. Was sagt ihr? Ganz wichtig. Was sagt ihr denn dazu? Freut euch auf das DLC? Sind euch die 40 Euro egal? Oder hat es euch geschmerzt, 40 Euro für ein DLC auszugeben? Aber ihr freut euch trotzdem? Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.